Herzlich willkommen auf Spitzbergen und herzlich willkommen in der Arktis. Ja, moin ihr Lieben. No coffee, no workie, sage ich ja immer. Und willkommen in der Arktis, ihr seht es. Jetzt hoffentlich mit auch ein paar Bildern. So eine Holzwand ist vielleicht nicht ganz so repräsentativ. Ja, ich habe es geschafft und ich bin jetzt hier unterwegs und produziere mal ein paar Videos für euch. Heute geht es da auch tatsächlich raus mit dem Schneemobil und dann zeige ich euch mal ein bisschen die arktische Wüste, denn wir haben jetzt März, es ist alles zugeschneit, es ist tatsächlich sehr, sehr viel Schnee gefallen. Eigentlich gibt es nicht so viel Niederschlag auf Spitzbergen, es ist dafür eben aber eben auch nicht so kalt, das hängt auch miteinander zusammen, wie natürlich wie so häufig. Und ja, ich nehme euch mal mit. Also, bevor wir rausgehen, brauchen wir allerdings ein bisschen was und das stelle ich euch jetzt mal vor. Dazu kann ich dann nochmal ein richtiges Video machen, wenn euch das interessiert, könnte ich mir gut vorstellen, weil es ja relativ ungewöhnlich ist, würde ich mal meinen. Ne? Weil wenn wir rausgehen, dann brauchen wir vor allem den Kollegen hier. Ja, man sieht, es ist nicht geladen, keine Sorge. Das ist eine Signalpistole und ja, es leben ja hier 2.000 bis 3.000 Eisbären, je nachdem wie man zählt. Ne? Arktis muss man sich auch vorstellen, durch das Meereis wird die ganze Arktis ja auch miteinander verbunden. Und das heißt, die Eisbären ja, wandern hin und her. Jetzt ist nicht ganz so viel Meereis, aber auf Spitzbergen selber gibt es auch Eisbären, die hier fast das ganze Jahr sind. Also wenn man die Siedlung verlässt, Longyearbyen, da bin ich gerade, nehmen wir den hier mal mit, ne? Auf jeden Fall. Und dazu haben wir dann eben auch die passenden Patronen hier. Das sind zum einen Schreckschusspatronen für die Eisbären. Das heißt, sie geben einen Schuss ab, wenn man, oder ein Geräusch ab, wenn man einmal schießt. Und dann noch einmal nach 5 Sekunden ist es, glaube ich, explodieren sie dann nochmal. Und dann ertönt noch ein lauterer Knall. Und das ist dann diese Standard rote Patrone, die man vielleicht aus dem anderen einen oder anderen Film kennt, das ist dann die für das SOS-Signal, ne? Die wirklich, das wirkliche Leuchtgeschoss. Ja, und bevor wir rausgehen, da brauchen wir natürlich auch so einen hier. Ne? Das glaubt man dann tatsächlich vielleicht auch gar nicht, aber man kann diese Siedlung, wo ich gerade bin, Longyearbyen, nicht verlassen, wenn man keine richtige Waffe hat. Also eine Signalpistole reicht nicht, es muss schon so einer sein. Und ja, auch eine relativ alte Waffe, recht trivial auch in der Bedienung. Und wir sehen, jetzt ist hier auch nichts drin, kein Bolzen oder gar nichts. Also das heißt, sie kann jetzt auch recht sicher geführt werden. Also da besteht jetzt keine Gefahr. Und ja, die bekommt man tatsächlich auch von der Uni. Das heißt, man leiht bei der Uni eine Waffe aus und die ist hier sogar wirklich ein Garant für Unabhängigkeit und Freiheit. Nicht wie sonst so auf der Welt, aber hier ist es tatsächlich der Fall, weil sonst kann man die Siedlung wirklich nicht verlassen. Und das heißt, ja, das könnt nicht das machen, was wir heute machen, also nehme ich euch mal mit und viel Spaß. Und auf geht's auf unsere kleine Exkursion ins Adventdalen. Hier seht ihr noch die kleine Stadt Longyearbyen an uns vorbeiziehen und schon geht's los zum Scootertraining. Und das Scootertraining findet in der UNIS statt, das ist die Universität bzw. der Universitätsverbund in Longyearbyen auf Spitzbergen. Und hier lernen wir nicht nur, wie man mit diesen Waffen umgeht, sondern eben auch das Scooterfahren. Ja, und besonders viel Theorie gab es gar nicht, sondern wir sind sehr schnell in die Praxis übergegangen, sind auf den Scooter gestiegen und los ging's ins Adventdalen. Das Adventdalen oder eben Adventtal ist das Tal oder eben auch die Bucht, wo die Stadt Longyearbyen liegt. Dort leben die allermeisten der 2000 Einwohner. Ja, und wie ihr seht, war das tatsächlich ein fantastischer Tag, wirklich super schöne Bedingungen und wir haben auch das ein oder andere Rentier gesehen. Was man dort dann tatsächlich lernt, ist, wie fährt man mit dem Scooter erstmal überhaupt sicher, das haben ja die allermeisten noch nicht gemacht, wie fährt man am besten um Kurven herum, wie fährt man die Hänge rauf und eben auch sicher wieder herunter.
Und das war's schon mit diesem kleinen Trip. Und dann ging es auch wieder weiter zurück nach Longyearbyen. Ja, das war so ein kleiner Ausflug mal in die Arktis. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Eindrücke gewonnen, wie es ist, hier unterwegs zu sein und wie gefährlich es vielleicht auch sein kann. Aber natürlich, wenn man die richtige Ausrüstung hat und auch die richtige Organisation an seiner Seite hat, geht das alles. Und ich nehme euch noch die nächsten paar Tage ein bisschen mehr mit. Also viel Spaß dabei.